Da seid ihr ja. Die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft wurde von den Vereinten Nationen von 2015 bis 2024 ausgerufen. Unter dem Motto Anerkennung, Gerechtigkeit und Entwicklung, was ich lieber mit Empowerment übersetze, hat sich die Staatengemeinschaft zum Ziel gesetzt, den systemischen Rassismus gegenüber Menschen afrikanischer Herkunft zu bekämpfen. Schon 2001 haben die Vereinten Nationen in ihrer Erklärung von Durban in Südafrika anerkannt, dass die systemische Diskriminierung von Menschen afrikanischer Herkunft in der Geschichte des Versklavungshandels und des Kolonialismus wurzelt. Parallel zur Dekadenresolution haben die Vereinten Nationen ein Aktionsprogramm verabschiedet. In diesem Programm wird ganz genau festgehalten, was alle Staaten unternehmen müssen, um die Situation von Menschen afrikanischer Herkunft weltweit zu verbessern. Dort wird beispielsweise festgehalten, dass die Diskriminierung von Menschen afrikanischer Herkunft im Bildungssystem, auf dem Arbeits- oder dem Wohnungsmarkt und im Gesundheitswesen bekämpft werden müssen. Obwohl auch Deutschland an dieses Aktionsprogramm gebunden ist, ist bis jetzt noch wenig passiert. Oder habt ihr schon was von der Dekade gehört? Dabei zeigt gerade das Sterben von schwarzen Körpern im Mittelmeer an den europäischen Außengrenzen, dass die Frage von antischwarzem Rassismus eine Frage von Leben oder Tod sein kann. Und das lasst euch bitte durch den Kopf gehen.